Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Endlich ist es soweit, die Geschichte wurde veröffentlicht und wir labern hier nicht viel, wir steigen direkt hier rein, würde ich sagen. Los geht's. Ein Spaziergang, willkommen im Dschungel. Was nehmen wir denn? Geist gesündet an, bla bla bla. Wir machen normal, würde ich sagen. Ja. Wir nehmen komplett neuen Stand. Wir löschen den hier, würde ich sagen, oder? Ich lasse ihn erstmal offen. Ich mache es mal hier drauf. Ah, ist das schön, endlich wieder Green Hell zu sehen, liebe Leute. Herrlich. Wurde auch mal wieder Zeit, wieder mein Green Hell so einzusteigen. Oh, Mann, 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 Mann. Ich bin sowas von gespannt. Tag 1. Den kennen wir ja noch. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Jupp, machen wir mal. Ah, wie cool ist denn das? Kannst hochkommen. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Okay. Was genau? Ich will gerne nichts machen. Was genau? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Okay, WASD, kennen wir ja alles. Wunderbar, wir sollen das Lager finden. Ich habe mich gerade, laufen geht irgendwie nicht, warum auch immer. Ticket drücken, Funk, ja, machen wir. Hast du das Boot gemacht? Have you tied down the boat? See. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Ja, guck mal. Hallo. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocky village. Da haben wir das Lager. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Jo, da hast du recht. Okay, ich habe das Set gefunden. Okay, I found the tent. Is everything all right? Naja, es ist kein Luxushotel, also. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Tag 2, liebe Leute. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Hello. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay, wir gehen uns mal hier rein. Mist. Mist.
Na gut, na gut. Wir nehmen das Aufnahmegerät mit. Ah. Listen, die Yabahuaka leben tief in Amazonas Regenwald und gelten als eine der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Von wegen, die hören uns zu. Das könnt ihr vergessen, ey. Dank des Kambo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und stechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie im Mund gegen das Gift sind. Ah, okay. Immunisierung sozusagen. Interessant. Gibt's hier noch was Feines sonst? Ah, hier haben wir noch was. Der verschollene Stamm, das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist drei Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Flucht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Das kenne ich ein bisschen anders. Ja, Flucht nach vorne. Auf mich zu. Gut, wir kümmern uns mal um das Feuer. Wenn ich wüsste, wo wir das hinsetzen sollten. Achso, wir sollten Navigationsrad und das Tagebuch uns ansehen. Und dann setzen wir mal hier das Feuerchen hin. Schön davor. Dann können wir uns mich davor setzen. So, und dann besorgen wir uns mal ein paar Stückchen. Wie gewünscht. Oh, wir können schon mal das Nest mopsen hier. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Ei? Warum nicht? Gibt es heute Ei zum Frühstück? Das ist am Abend. Jetzt müssen wir noch ein paar Stückchen finden. Lecki-lecki. Das ist natürlich nicht so doll, dass hier gerade mal kurz was der geleckt hat. Vielleicht liegt hier unten was. Nee. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Zack, zack, zack. Wir dürfen übrigens laufen, wie ich gerade bemerke. Was ich auch sehr gut finde. Stücke, wo seid ihr? Ich möchte mich gerne so weit kommen, dass man wenigstens was Neues sehen. Das hier kennen wir ja schon alles eigentlich. Komm, wir mopsen uns mal so eine Liane, warum wir sie auch immer benötigen. Ich habe keine Ahnung. Zumindest jetzt nicht. Alter, wo sind denn hier Stöcke, verdammt nochmal? Kann das wahr sein? Sind wir zu blöd, Stöcke zu finden? Ein Palmblatt brauchen wir nicht wirklich. Großen Stein auch nicht. Ich will doch nur ein paar Stöcke haben, verdammt nochmal. Nochmal Nest, her damit. Na, Federn. Wir holen sie mal mit, komm. Was wir haben, haben wir. Ganz einfach. Wir rotten hier alle Vögel aus. Hier muss doch irgendwelche Stöcke geben. Kann das wahr sein? Oder können wir hier auch einfach... Ne, das geht nicht. Gut. Können wir irgendwas bauen? Schon eine Axt oder sowas? Oder eine Machete? Das wäre geil. Gibt es hier nicht eine Machete? War da nicht mal was? Ah, so war das ja, genau. Jetzt können wir uns nämlich auch Stöcke besorgen. Sehr gut. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? So. I'm not sure yet. But it feels that way.
Nicht sammeln. Nein. So, und sammeln. So will ich es haben. Gut. Sammeln. So. Krallen uns das mal. Das brauchen wir ja. Sammeln. Wir bräuchten ein paar kleine Stückchen. Die da. Können wir ja später machen. So, sammeln. Sammeln. Jo, ich denke mal, das sollte reichen. An Stücken. Können wir auch nochmal machen. Da sind wir aber voll. Sammeln. Und nochmal sammeln. Jo, ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. Kommen wir so mit. Gut. Wunderbar. Flap, 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 flap. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Alles kein Problem. We have no fire. Not a single lighter. Nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Jo, jo, well, mach mal. Not the best start of the expedition. Interessant, die Uhr war schon da, wie ihr gesehen habt. Also das Feuerbrett und einen Stock benötigen wir. Einmal. Und ein Stückchen. So. Moment mal. Da stand doch. Stock oder Feuerbrett, kleiner Stock. Ah. Okay. Kleiner Stock. Jetzt haben wir's. I need to find something dry. Haben wir. Ja. Alles schon da. Benutzen das da drauf und wunderbar. Ah, wir haben Feuer. Erledigt. The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Tja, dann gucken wir mal. Was mir fehlt. I'll miss you, and I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish. And start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Deswegen sind die auch so stinkig auf uns, glaube ich.
Ah. Ein weiterer Tag beginnt. Naja. Hier ist der Ventilator noch am Brutzeln. Oh. Notiz. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk da gelassen. Deine Mia. Jo, die schöne Uhr haben wir bekommen. Da ist das Funkgerät. Ne, ist nicht das Funkgerät. Wo hat's denn... Wo haben wir das schon gelesen? Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabuaka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Also Yabuaka sind schon mal die netten Leute und die anderen... Und die Bösen. Okay, das Geschenk liegt also direkt da vor unserer Nase, ich Blindfisch. Hallo Mia. Hallo, Mia. Hey, Sleepyhead. Finally up? Bin schon aufgebrochen. Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Yay! Admit. Noch mehr Arbeit für uns. Die Grafik ist besser geworden, kann das sein? Guck mal so vor zumindest. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Jo, drücken wir mal. Uns fehlt ein bisschen was, ja. Aber nur ein bisschen. Haben wir irgendwas zum Essen hier? Irgendwo? Ah, da. Den nehmen wir uns mal. Den ebenfalls. So, dann sollen wir ein bisschen spachteln. So. Guck mal nach. Wunderbar, alles voll. Hallo? Registriert? Also, wir sollen mit ihr nochmal reden. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found him yet? See. And as expected. They don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. So, dann greifen wir uns nochmal eine Machete. So. Schau dir das Korkbrett an. Okay. Haben wir schon alles gelesen hier. Aber okay, machen wir halt nochmal. Ist ja kein Problem. Gut, den haben wir nicht uns angesehen. Tiere des Regenwaldes, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüsen dar. Okay. Der verschollene Stamm, das hier ist ihr Land. Ihr Erbe, das haben wir schon gelesen. Tabakpflanze helfen, heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt, nachdem ich eine Felsen hochgeklärt bin. Habe ich dann ganz viel davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Okay, dann gehen wir mal dahin. Richtung Norden.
Norden. In die Richtung also. Dann müssen wir wohl klettern. Irgendwo hier. Na, da. So. Hopp, auch da. Upa, und eins und. Und nochmal. Und noch ein. Und sind wir fast oben. Komm. Ja, wunderbar. Nein! Autsch. Fuck me. Aua. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Yasmio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Gut, dann checken wir mal. Das sieht doch alles soweit in Ordnung aus. Autsch. That's definitely not good. Da haben wir eine Wunde. Da ist nix. Und da ist auch nix. Okay. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Yes, I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, genau das, was wir vor uns haben. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Mach mal. Over and out. Ja, damit. So. Im Winter. Das bitte mal einmal herstellen. Dankeschön. So. Oh. Das war ja hier die, genau. Tab und das da drauf. Gut. Hätten wir das erledigt. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? No. Not much. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake! I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Okay, los geht's. Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Okay, finde Mia. Keine Dialoge. Wie sieht's hier aus? Auch gut. Okay, dann können wir gerade mal herstellen. Da hätten wir das auch noch erledigt. Okay, dann gucken wir mal, wo die Dame ist. Ach du heiliger Bimbam. Lauf, 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 Junge. Oh mein Gott. Oh
Oh shit! So sind wir also im Dschungel gelandet, scheinbar. Green Hell! Sie lebt noch. Cool. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. Por qué no me respondes? Oh, oh. Hat die jetzt ernsthaft gedacht, wir wären tot und ist einfach abgehauen? What the hell? Mia. Mia. God damn it, this radio. Tja. Hubala. Was ist mal? Hello. Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Gut, da gucken wir mal im Tagebuch nach. Fuck. Wo ist Mia? Okay, sie hat mich aus einem Indian angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wo bin ich weggelaufen? Fakten. Der 33. Expeditionstag, mein Tagebuch klatscht nass, ich habe keine Vorräte, mir antwortet nicht. Suche Hilfe. Okay. Kann man jemanden finden? Hier. Wage es zu bezweifeln ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, Leute. Also hier geht's schon mal nicht weiter, obwohl wir müssen vielleicht hier rüber. Wo ich dieses Plätzchen hier eigentlich nicht verlassen möchte. Das sieht so schön aus. Auch vom Wasser her und allem. Können wir denn eigentlich schon Speere bauen oder sowas? Irgendwelche Waffen. Speere. Ja, toll, steht zwar da, aber... Wo waren die denn nochmal, die Speere? Waren die hier drunter? Und Bohrer, Seil, Fackel? Tja. Müssen wir mal gucken, gell? Na du. Ne, einen großen will ich nicht haben. Ich möchte gerne sammeln. So. Steinklinge können wir herstellen jetzt. Okay. Tun wir mal eine herstellen. Gucken, was passiert. Herstellen. Steinaxt. Ah. Herstellen. Oh, wir haben keine Stöcke mehr. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal Stöcke. Uns ohne geht gar nichts. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Ah, da war ein kleiner, super. Okay, herstellen. Na gut, gucken wir mal gerade mal ins Handbuch. Ich glaube, da war ein Seil noch dabei, oder? Stock und Stein. Ah, okay. Einfach nur ein Stock und ein Stein. Okay. Herstellen. Und ein Stein. So. Wunderbar.
Ihr macht so komische Geräusche. Ich habe mich gerade gewundert, wer so komische Geräusche macht. Oh. Kriegen wir den nicht down? Scheinbar nicht. Mal hier drauf. Goldscheit. Nichts dabei, okay. Sammeln. Gut. Okay, machen wir mal so einen langen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass wir noch ein paar Speere bekommen. Moment, was liegt da? Ah. Zeigt aber nichts von. Wir brauchen auf jeden Fall noch Seile, brauchen wir noch. Und. Was war das andere nochmal? Steine, genau. Bäh, diese Geräusche. Ich habe sie vermisst, Leute. Ich habe sie vermisst. Nicht wirklich. Palmblatt brauchen wir nicht wirklich. Bräuchten wir mal Steine. Das wäre super duper. Wenn wir noch ein paar finden würden. Ja, wunderbar. Sammeln. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Lianen. Die haben wir da vorne. Ja, damit. Okay. Oh, wir haben per Funk was, wie ich gerade sehe, unten. Links, oder heißt das, wir funken könnten? Könnte ich auch sein. Wie sieht es mit Trinken und Essen aus? Ah, wunderbar, noch alles schön voll. Das ist doch super duper. Sollen wir hier Hilfe finden, aber. Frage ist, wo soll man hier Hilfe finden? Nein, ich will den sammeln. Danke. Ein paar Pilze. Nice. Hätte mit. Nehmen wir direkt mit. Ich glaube, wir kommen jetzt zur Höhle, kann das sein? Glaube ja. Hey, komm her. Ah, das war ein Giftfrosch. Verdammt. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, Mann, Mann, Mann. Komm, ich gehe das wieder runter. Gott, die Geräusche. Ich glaube, wir kommen hier Richtung Höhle. Kann das sein? Die Geräusche gerade. Habt ihr gehört? Der Wind. Leckere Schnecke. Ja, ich glaube, das geht zur Höhle hier. Was war das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das mich jetzt wieder angeknabbert hat. Oh Mann. Weiß nicht, dass wir irgendwas benötigen zum Schlafen. Ganz dringend. Wir gucken mal grad. Da ist nichts. Da hat's mich erwischt. Okay. Verarzme das mal schnell. Wir haben nichts mehr zum Verarzten. Super. Fängt ja schon super an hier.
Wie sieht es mit meinen Werten aus? Na. Boah, schreck mich nicht so, du blödes Mistvieh. Wir brauchen unbedingt was zum Essen und zum Trinken. Eine Palme, eine Kokosnuss oder so wäre nicht schlecht. Mit daraus ein Gefäß. Oh, nice. Den kann man sehr gut gebrauchen. Ja, damit ganz schnell. Ja, ich weiß. Nein. Verdammt. Muss es einsammeln. Jetzt habe ich keinen Platz mehr in der Tasche oder was? Oh, raus damit. Verdammt. Dieser blöde Giftfrosch. Ah, fängt ja schon super an, ey. Fängt ja schon super an. Naja, was willst du machen? Ist halt Green Hell, liebe Leute. Also kein Giftfrosch anfassen. Verdammt. Muss ich das wieder alles von vorne machen? Ah, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, beginnt unser Abenteuer ab dieser Stelle. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixie.